Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zu My Time at Portia. Ja, neue Folge, neues Glück, hoffen wir mal zumindest. Wir haben einiges zu tun, die Woche startet neu, es müsste jetzt Montag sein. Tag 21. Der Haubi steht wieder auf, genau, und unser Zugang für Mine Nummer 1 ist expired, genau, ist ausgelaufen, sehr schön. Na toll, wir haben die dummen Abzeichen aber noch dabei. Stimmt, die habe ich vergessen. Die muss ich noch in die Kiste schmeißen. Also zurück. Schnell in die Kiste rein dübeln, das Zeug. So, die habe ich glaube ich hier, oder? Da, genau, da. Weg mit ihnen. Ah, verdammt. So wollte ich das nicht. Alles sortieren musst du klicken. Haubi, immer alles sortieren. Da kriege ich immer geschimpft, weil ich das nicht mache, gell? Tja, ja, der Haubi. Der böse Haubi. Der macht nie das, was er machen soll. Ja, so ist er. Okay, was haben wir da? Schönes Stoff ist fertig. Wir haben schon wieder Post. Ja, wie toll. Hier ist ein Eisenbahn fertig. Da sind die Holzbrettel fertig. Können wir gleich eigentlich wieder anschmeißen, oder? Holzbrettel. Komm, wir schmeißen mal. Das dauert 1 Stunde 30. Ja, stell einfach mal zwei her, ne? Genau. So, da sind Bronzebarren, das sind Steinziegel. Sehr gut. So, da sind Kupferrohre fertig. Hervorragend. Ne, wir haben noch Platz, oder? Wir haben noch Platz. Okay. Gut, dann geht's. Wir haben 7.38 Uhr. Schauen wir kurz die Nachrichten an. Forschungsergebnisse. Kochset haben wir freigeschaltet. Toll. Und was haben wir noch? Hey Handwerker, ich habe Neuigkeiten für dich. Nun, da deine Werkstatt einen C-Rang hat, bist du qualifiziert, die Überprüfung für uns vorzunehmen, wenn du zur Komponente vorbei bist. Okay. Aber wir haben doch Montag, oder? Nein, wir haben Sonntag. Ah, wir haben Sonntag. Okay, ja, dann kann ich ja gleich vorbeikommen. Ah, beziehungsweise die machen erst um 8 Uhr auf, gell? Ja, die machen erst um 8 Uhr auf. Wer wollte denn den Teetisch haben? Moment, den muss ich ja auch erst herstellen, den Teetisch. Der Teetisch, fertig. 1. Zack, okay. Wer wollte den haben? Na, den wollte der Doktor, glaube ich, haben, gell? Ja. Der Doc wollte den haben. Also Teetisch ist fertig. So, dann Krimskrams einsortieren. Moment, pass auf. Da kommt die Barren rein. Barren. Genau, sortieren. Dann kommt Holz rein. Das ist Stoff. Wo tue ich den Stoff rein? Bei Tiere kloppen, auch wenn er nicht da reingehört. Ja, ich weiß. Gehört da eigentlich nicht rein. Krimskrams, da habe ich keinen Platz mehr. Blöd. Da waren sie wieder, seine Probleme. Er hat viel zu viel Gedöns. Okay, ich muss mir irgendwas einfallen lassen mit der Sortierung. Es geht nicht anders. Halt, was ist das hier? Doppelfrucht, ist die fertig, oder? Nee, noch nicht ganz. Da noch ein bisschen. Okay. Also dann, komm, wir gehen zu unserem Freund Antoine. Der im Rathaus auf uns wartet. Okay. Hallo Meister, hi. Grüß dich. Hi, wie geht's so? Dich hat man auch bestohlen. Ja, das ist alles sehr traurig. Okay, so, was soll ich hier machen? Oh, was ist denn das Schönes? Ach, da hat die Bonnie mal was gesagt, da muss ich Qualitätssicherung machen oder sowas, ne? Und wie funktioniert das? Inspektionsurteil, okay. Mehrere Gegenstände, okay. Sieh, wie viel Makel du im Zeitlimit findest. Markiere die Stelle, an der du einen Makel feststellst. Bitte überprüfe nach der Inspektion am nächsten Tag deine Post. Dreh den Gegenstand oder Makel zu finden. Okay, gut. Alles klar. Das ist das Original offenbar und das ist. Ja, schau mal hier, das ist ja total kaputt. Möb. Das ist schief. Ah ja, das ist doch schief hier, hallo? Okay. Was stimmt doch nicht? Das Ding ist auch schief. Okay, gilt nicht. Hier ist noch Dreck. 2 Fehler, okay. 4 von 5. Na gut. Hat bestimmt der Higgins gemacht, der alte Pfuscher. So, was haben wir da Schönes? Da fehlt. Da ist er schon mal hier. Das ist ja mega gepfuscht, oder? Ist ja nur Pfusch.
Bin ich blind? Ne, ja. Ja, Abi, bist du? Das ist doch viel größer. Hier, genau. Okay, und was passt hier nicht? Ah, hier ist gewölbt. Haha. Sehr gut. Ah, auch von Higgins gebaut, ne? Aus unserer Werkstatt wird sowas nicht kommen. So, was haben wir hier Schönes? Da hast du schon mal hier, sehe ich hier schon, dass es Mist ist. Und das ist auch Mist. Okay. Mensch, bin ich gut. So was. Was haben wir da Schönes? Da fehlt hier oben. Und da unten ist nicht... Genau. Passt auch. So, das war's, oder? Jetzt habe ich alle durch. Was ist das hier? Da kann ich nichts machen. Na schön. Also, der Qualitätshaubi hat zugeschlagen. Ne, wenn das mal kein geiler Screenshot ist. Alles klar. Danke, Antoine. Ne, ich in der Post, genau. Am nächsten Tag in der Post hieß es. Also, alles gut. Muss ich mir keine Sorgen machen. Gut, dann geht's jetzt zu unserem Doktor... wie hieß er? Xu oder Xiu oder... Na, ihr wisst schon, was ich meine. Und die Bonnie hat geschrieben... Bei Zeitstempel 13 irgendwas, letzte Folge, da ist was Leckeres zu sehen. Ja, im Video habe ich es dann auch gesehen, da war eine Kiste. Da oben nämlich, hier. Da ist die. Da muss ich bloß irgendwie hinkommen. Ist die Frage, wie? Ich könnte hier versuchen, übers Dach zu gehen. Ja, das ist wahrscheinlich die Lösung. Genau, Dankeschön. Zack. Hurra. Ein dummer Talisman. Superklasse. Den kann ich mir auch selber herstellen. Naja, aber geschenkt, ne? Dem geschenkten Gaul. Und so weiter. Okay, also zum Doktor. Hier geht's zur Mine. Da waren wir auch beim letzten Mal drin. Da ist nix, okay. Und der Doktor war irgendwo in die Richtung, meine ich. Hier ist die Ziviltruppe, genau. Die lustigen Freunde von der Ziviltruppe. Da kann ich doch auch, denen kann ich doch Aufträge geben. Moment, muss ich mal schauen, was der Spaß kostet. Ich weiß, ich meine mich zu erinnern, dass es richtig teuer war, aber... Okay, da könnte ich hier Feld Tierknochen. Was heißt das? Nötig 30? Ich krieg 30, kostet 300 Gold. Was? Ach, das ist die Pauschale oder was? Das ist das heißt meine Grundpauschale. Ne, gut, kostet 10. Also ein Stück kostet 10. Mindestabnahme sind 30. Aha. 10, im Moment 10, da brauchen wir doch was. Unzureichendes Werkstattlevel. Ja, toll. Verdammt. Heißt das, ich bin jetzt schon Level B oder was? Ich habe gedacht, ich war Level C. Da steht drin, was ich alles gekauft habe, offenbar. Zur Sicherheit, bla bla bla. Ruinentauch. Auf 100 begrenzte Millionen kostet dringende Aufträge mehr. Aus diesem Grund können gleichzeitig auch nur 3 Aufträge. Bei den Aufträgen ausgehend. Für unbekannte Ruinen nehmen wir nichts an. Ah ja. Okay. Ihr seid ja lustig. Ja gut, so Tierknochen kann man mal brauchen, oder? Wir können mal bestellen. Zack. Genau. Den wird dann schon irgendein Trottel annehmen. Diese Tierknochen, ne? Die brauchen wir, haben wir gesehen. Die sind Bestandteil von irgendeinem Rezept. Ich glaube, ich weiß nicht mal von was. Ich könnte es jetzt nur falsch wiedergeben. Bestimmt vom Mixer oder von irgendwas. Na, wobei beim Mixer macht es eigentlich weniger Sinn, gell? Wo ist es? Mission. Nee. Handbuch. Da steht's bestimmt drin. Der Mixer. Kochset ist neu, genau, Mixer. Nee, da, da brauchen wir die Zähne. Ja, stimmt. Habe ich die Knochen gebraucht? Für irgendwas habe ich die blöden Knochen gebraucht. Ich weiß nicht mehr für was. Kochset. Marmordiele, Eisenbahn und Gummifrucht. Eisenpfanne. Brauche ich einen Level 2 Tisch? Die dumme Batterie, da brauche ich Energiestein und... Ah ja. Wofür habe ich diese... Na egal, es ist völlig wurscht. Ich weiß es nicht mehr wofür. So, jetzt pass auf, da ist doch der Doktore drin. Ich habe da einen dummen Auftrag. Ja. Ja, wo ist er denn? Was ist denn das hier? Einfache Wundsalbe. Aha.
Kräutermischung, ja klar, Freundschaftspreise hier, wa? Hm. Ist gerade günstig, gell? Wenn, dann sollte ich irgendwo einkaufen jetzt momentan. Das ist total günstig. Momentan sollte man wirklich einkaufen. Ich glaube, dann könnte ich bei der Oma nochmal was einkaufen. Wo ist der Doc? Ich muss mir auf der Map schauen. Ja, ja. Nutze die Map, Haubi. Kann ich hier an dem Brunnen was machen? Nö. Okay. Ist hier noch irgendwas versteckt? Ich sehe nichts. Haubi sieht nie was. Da ist noch eine Kiste. Die habe ich schon mal versucht zu kriegen, aber irgendwie ist mir das nie gelungen. Genau, da kann ich nämlich nicht hochspringen hier. Dieses Spiel trollt mich. Da ist irgendeine unsichtbare Wand. Da komme ich nicht hin. Hüpf. Nein, komme ich nicht hin. Geht nicht. Okay. So, mega Sprung hier. Wo ist der Doc? Da ist der Doc. Da ist er irgendwo. Halt, halt, da bleibst. Stopp. Jetzt rennt er weg. Bleib hier. Bleib doch stehen, Mensch. Doc, ich habe dein Zeug. Selten muss ich einem Kunde so hinterherrennen, um ihm seine Bestellung zu geben. Niau. Hey. Mein Gott, erst mal boosten hier, da. Hier ist dein Lohn, danke. Ja, super. Fürs Hinterherlaufen, direkte persönliche Lieferung, kriege ich hoffentlich auch noch was. Das ist eine Frechheit. Ah, Leute, Leute. Halt. Stopp, stopp, wenn ich schon mal hier bin. Genau. In die Mine. Wenn ich schon mal hier bin, in die Mine. So, heißt aber, da brauche ich wieder meine Schwerteste. Achso, da habe ich ja alles ausgerüstet. Okay. Ich habe noch Punkte. Ist mir gerade eingefallen. Was können wir denn da noch nehmen? Verbesserter Bergbau. Ja. Schadet sicher nicht. Wenn wir schon in die Mine gehen, ne? Ein bisschen Bergbau noch. Skillen. Okay, so. Verlassene Ruine. Ah. So. Iron Man ist wieder am Start. Hip. Okay, wir scannen. Kann ja nicht sein. Warum finde ich wieder nichts? Hobby, streng dich mal an. Du musst irgendwas finden. Da ist was. 15 Meter weg. Toll. Na gut. Klöppeln wir uns runter. Manganerz. Stein. Und zack. Einfache Schaltkreise. Nice. Da ist noch was da hinten. 17 Meter. Das ist ja noch näher. Dann nehme ich den hier. Ist ja perfekt. Doch, sehr gut. Nummer 3, Kochrezept, Data Chip. Aha. Neues Relikt, Soldat mit Lanze. Toll. Manganerz. Mhm. Okay, scannen. Da ist noch einer. Direkt in der Nähe. Holen wir uns den. Eisenerz, sehr schön. Blei. Okay, Datendisk und Schaltkreise. Da ist noch einer. Da drüben ist noch einer. Okay, aber ich würde sagen, wir holen uns den da drüben erstmal. Da können wir uns hier durchbuddeln. So, was ist das? Erde, ja, super. So, komm her. Ein Schmiermittel. Mhm. Da ist ein Geheimraum. 16 Meter. Den brauchen wir. Der ist bestimmt auch gefährlich. Der Geheimraum. Verdammt. Das ist nicht euer Ernst, oder? Achso, okay, hier. Verlassener Raum jetzt, genau. Mit E. Oh je. Lahm, schleimi. Zack. Na? Zack. Aua. Hey, der kann sich teleportieren, der Sack. Aua. Okay. So, da ist er. Einsammeln. Ja, und einsammeln. Danke. Hier im Briefkasten ist nichts dabei. Zack, zack, zack. Jawohl, der ist kaputt.
Was haben wir da? Nichts. Was haben wir da? Nichts. Jetzt, geile Kiste, komm, zack. Kleiner Motor, zwei Datendisk, ole. Mhm. Hallo, da, genau, wollte gerade sagen, da muss ich rein. Hobby und Alarmschleimi. Mhm. Zack, zack, zack. Der ist auch kaputt. Okay, hier gibt es aber nichts mehr, nö. Kann ich da irgendwas? Nö. Da gibt's nichts mehr. Das ist ja lahm. Hm. Die Inspektion ist vorbei. Ja. Ich habe doch alles inspiziert. Was wollt ihr denn? Habe ich doch alles gemacht? Morgen gibt's Post. Mhm. Das ist toll. So, also scannen. Hep. Sonst gibt es hier nichts mehr, oder was? Doch, da drüben. 15 Meter. Na, komm. Okay. Oh, falsches Werkzeug, genau. Falsches Werkzeug, okay. Hier muss es doch noch irgendwas geben. Moment, wie viel Zeug haben wir dabei? Ach, wir haben schon wieder Gedöns gefunden. Ja, komm, das reicht ja wohl, oder? Ja, das reicht, komm. Wir wollen es ja nicht übertreiben, also raus hier. Zack. Ja, Kupfer müssten wir natürlich wieder in die andere Mine, gell? Ja. Wir dürfen, oder wir sollten dafür sorgen, dass uns die Minenerlaubnis, dass die nicht ausläuft. Sonst bezahlen wir jedes Mal richtig Asche. Das ist nicht gut. So. Da habe ich jetzt nichts gezahlt, oder? Nö. Muss ich nur einmal für die Minenerlaubnis zahlen? Ne, Ruine 1, Ruine 2. Ach, heute läuft's aus. Das heißt, wenn ich jetzt rumklöppel, müsste sich das doch eigentlich verlängern. So war es doch bisher, habe ich gedacht. Hm. Blöd ist natürlich, wenn dann irgendwann hier alles abgegrast ist, ne? Wenn es nichts mehr gibt, dann stehen wir sauber da. Dann haben wir alles abgebaut. Weil das respawnt ja nicht, ne? Einmal abgebaut ist abgebaut, wie man sieht. Naja, aber gut, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ich mache mir schon wieder unnütze Gedanken über Sachen, die in 100 Jahren sind oder so, ne? Okay, so, zack. Scannen wir mal hier. Ah, hier ist noch feines Kupfer. Nehmen wir das noch mit. Mega Kupfervorkommen. Jawohl, Level up. Dankeschön. Was sind wir doch für ein fleißiger Handwerker, du. Aber hallo. Wir können uns nie Pause, ne? Stimmt nicht. Stimmt nicht ganz, ne? Letzte Folge haben wir ein bisschen rumgechillt. Haben ein Glücksspiel betrieben und so. Tja. Naja, muss auch mal sein. Man muss auch mal so ein bisschen Pause machen. Zwischendrin. Oh, jede Menge leckeres Kupfer. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen eintönig, aber das gehört halt auch dazu, ne? Ob man das hier irgendwann auch mal kooperativ Multiplayer spielen kann, so wie zum Beispiel Stardew Valley? Na gut, bei Stardew Valley hat es ja auch gedauert, ne, bis es nachgeliefert wurde.
Ich weiß nicht mal, ob es hier überhaupt geplant ist. Keine Ahnung. Hat jemand von euch schon mal kooperativ Stardew Valley gespielt? Nur mal so Frage in die Runde. Ich weiß ja, dass einige von euch Stardew Valley auch gespielt haben. Beziehungsweise immer noch spielen. Okay, so, das sollte, denke ich, reichen. Da waren wir jetzt mehr als fleißig. Die Taschen voll mit Krams. Okay. Ab nach Hause. Aha, schau mal hier. Bäm. Ja, sowas. Ja, wer flackt denn da? Schau an. Oh, süß. Da wird einfach Pause gemacht. Naja. Unsere Megafrucht ist fertig. Das ist aber toll. Das ist schön. So, Holz, da haben wir noch Gedöns. Steinziegel. Und Bronzebahn. Benzin aufgebraucht. Ach. Und Holzbrettel. Na gut. So, jetzt gehen wieder die Probleme los. Genau. Machst du mal überall rein. Ich habe noch keine Lösung. Das können wir auf jeden Fall umbenennen. Die stimmt so nicht mehr. Genau. Zack, zack. Das ist Mining. Das ist Mining. Das ist Mining. Das ist Mining. Alles sortieren, klicken, Haubi. Ja, ja, ich weiß. Ich hab's ja noch gemacht. Ich hab's noch gemacht, ne? Ich will nichts hören. Okay. Das ist Relikt. So, kommt da rein. Das ist. Was? Nummer 3 Kochrezepte. Ein Chip. Add something cooking recipe data for AI. Hä? Okay. Ich würde es jetzt mal vorsichtig zu Relikt tun, ne? Schmiermittel ist sicher nicht Relikt. Kupferrohr auch nicht. Das auch nicht. Ich denke, das Ding können wir, glaube ich, verkaufen. Wir haben zu Hause schon 2 Ledersofas. Also das Ding verkaufen wir. Verkaufen, die blöde Kette wollten wir verkaufen. Das wollten wir verkaufen. Und das Ding wollten wir eigentlich auch verkaufen. Und die wollten wir auch verkaufen. Ich wollte lauter Zeug verkaufen und habe es nie gemacht. Das wollte ich verkaufen. Und den Fisch wollte ich, glaube ich, auch verkaufen. Aber ne, wenn solange der Marktpreis so bescheuert klein ist, verkaufe ich gar nichts, Leute. So schaut's aus. Das ist Emily Geschenk. Heute gar nichts geschenkt, der Emily, gell? Nö. Hm. Das andere Zeug. Okay, Moment. Komm mal mit, das tun wir bei das andere Zeug rein. Hier, genau, okay. Datendisks haben wir auch mehr als genug. Da sollten wir. Genau, das sollten wir mal wieder zum Forschungszentrum bringen. Schwupp, so, was können wir noch Schönes bauen? Ein Grill, ja. Eine Grillparty. Töff-Töff-Transporter. Das ist immer ein bisschen weit weg, glaube ich. Das mit der Brücke brauchen wir nicht mehr. Schneidemaschine brauchen wir auch nicht mehr. Steinofen brauchen wir nicht mehr. Nö. Was es alles gibt? Okay, Moment. Das war, glaube ich, hier an dem Tisch, wo ich die Knochen gebraucht habe. Ne? Das war hier doch irgendwo. Nee, aber irgendwo habe ich doch die Knochen gebraucht. Ich weiß es nicht mehr. Wofür? Verdammt. Wofür habe ich die blöden Knochen gebraucht? Hier, ah. Genau, stimmt. Für das bessere Übungsschwert. Bronzeaxt. Ja, Spitzhacke. Oh. Naja, ich kann auch nichts Besseres herstellen.
Blümchenseife. Ach, wie nett. Muschelhalskette, naja. Regenschirm. Kräutermischung, Kräutertee. Gegengift, da brauche ich auch die Tierknochen. Chrysanthem, okay, haben wir nicht. Hartholzsofa. Wassereimer. Er ist mit dem Pflanzkasten, ja, mhm. Bücherregal, ja, mhm. Da brauche ich die Federn, Fallenkiste. Ah, Moment mal. Wir haben doch da drüben noch die Fallenkiste. Oder was, das Ding, was halt nicht fertig gebaut ist hier. Genau, dieses Teil. Hm. Da brauchen wir eine verbesserte Fallenkiste. Okay, da brauchen wir Kopfsalat und Kumin. Haben wir nicht. Hm, brauche ich nicht. Sowas brauche ich nicht. Nö. Ja, ich weiß, ich muss da drum die dumme Batterie, das Teil dahin bauen. Ja, ja. Was ich nicht alles muss. Habe ich den gar nicht weggemacht. Muss ich noch machen. Wächst ja nichts nach, ne? Muss ich ja wegkloppen hier. So, danke. Na gut, wenn ich schon da bin, kann ich noch ein bisschen Holz kloppen. Heute haben wir unsere Energie richtig schön verausgabt. Haben wir richtig Gas gegeben. Zack. Oh, jetzt bin ich Holzfäller. Toll, super. Wollte ich schon immer sein. Der Holzhaubi. Holzmichel. Die Emily wird auch mal ganz froh sein, wenn sie den Tag Ruhe gehabt hat vor uns. Ansonsten sind wir immer hinterhergelaufen, so ein kleines bisschen Stalking. Emily Stalking. Okay. Na komm, weg damit und weg damit. Und weg damit. Okay. Jetzt ist hier schön aufgeräumt. Jetzt könnten wir einen Bolzplatz draus machen, aber morgen wuchert das Ding eh wieder zu, also lohnt sich nicht. Wissen wir doch, lohnt sich gar nicht. Okay, also da kommt das Holzgedöns rein. Und das, und ich habe mein Kistenproblem immer noch nicht gelöst. Genau. Okay, komm, wir bauen uns eine Kiste oder sowas. Ja. Wir bauen uns zwei Kisten noch. Und zwar stellen wir die innen irgendwo hin. Ja, so langsam geht der Platz aus, ne? Zack. Und. Da passt noch hin, oder? Zack. Ja. So, wie nennen wir das Kind? Tja, wie nennen wir das? Holz. Und. Ich mache nur Holz. Holz, Holz. Also, reine Holzkiste, Jungs. Reine Holzkiste. Das ist super. Das eine heißt Holz und das andere heißt Holzkiste. Ja, perfekt. Das ist Baumharz. Das gehört für mich dazu. Harz, Holz, Holz. Genau. Da kommt auch Holzbrettel dazu und Hartholzdiele kommt dazu und Holzkohle gehört auch dazu. Das gehört schon wieder nicht dazu. Okay. So, also Holz, 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 Holz. Okay, dann können wir in die Krimskramskiste nämlich den Tier reintun. Passt. Und das Schmiermittel, genau. Schmiermittel kommt auch rein. Und die andere Holzkiste, die hier so rumsteht, die ist für... ja. Hm.
Zeugs. Genau, da kommt einfach Zeugs rein. Also so anderes Zeugs. Sehr kreativ, Hobby. Wunderbar. Sehr schön. So, okay. Also, Ausdauer. Sind wir schon fast am Maximum. Kann ich eigentlich noch ein Ledersofa hinstellen? Nachdem ich es nicht verkauft habe. Achso, das habe ich ja noch hier. Klar, stimmt. Pass auf. Dann stellen wir noch ein Ledersofa dahin. Na. Das sieht ja echt komisch aus. So. Also, gut. Hat sich das erledigt? Dann müssten wir jetzt Maximum haben. Oh, wir haben sogar mehr. Man kann also über. Man kann drüber gehen. Das ist ja merkwürdig. Ich habe gedacht, hier ist Schluss. Nö. Na gut. Okay. Wir sind immer noch Stufe C. Passt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ins Bett. Ne? Was willst du sonst noch machen? Das einzig Sinnhafte nach einem langen Arbeitstag ins Bett. Sehr schön. Gute Meister Haube steht auf. Die Sonne scheint, oder? Ja, zumindest haben wir hier schöne Lichtstrahlen. Wir sind immer noch Stufe C. Ja, wir sind gespannt, was heute für ein Auftrag auf uns wartet. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein hier bei, nein, nicht bei Stardew Valley, sondern bei My Time at Portia. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's gut und Servus.